Ja, hallo zusammen und willkommen zur ersten Folge von, wie heißt denn eigentlich? Ach, Quick and Dirty heißt, genau. Die Folge heute trägt den Namen die Top Gear Verschwörung und da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen, damit ihr sozusagen versteht, worum es mir da genau geht. Top Gear ist eine britische Autosendung, ein britisches Automagazin, das von drei Leuten präsentiert wird: Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May, wobei man sagen muss, dass dieser Jeremy Clarkson das Format sozusagen, ich will es nicht sagen, erfunden hat, aber er ist praktisch sozusagen der Hauptmoderator der Show. Der ist auch, er hat die auch, als die angefangen hat, was schon echt lang her ist, ich weiß gar nicht wann, jetzt aus dem Kopf, hat er es auch allein gemacht und dann kamen erst die anderen beiden Moderatoren hinzu. Die Sendung selbst, also Top Gear, ist die weltweit erfolgreichste und auch reichweitenstärkste Autosendung, die es überhaupt gibt. Die haben, glaube ich, 117 Länder, in die sie ausgestrahlt wird, also eine riesige Reichweite. Und original kommt sie auf dem britischen Sender BBC Two. Und ja, es ist eine etwas unkonventionelle Autosendung auch, weil da eben nicht so die klassischen Sachen getestet werden. Was ist so das beste Familienauto und so? Sondern die testen halt immer irgendwelche Supercars, irgendwelche Sportwagen oder machen auch abgefahrene Tests, also was man mit Autos alles anstellen kann. Und sie halten auch, ich glaube, zwei oder drei Guinness-Buch-Einträge. Zum einen waren sie die ersten, die, glaube ich, mit dem Auto oder mit einem Auto an den magnetischen Südpol gefahren sind. Und sie waren wohl auch die ersten, die einen bestimmten Teil von Afrika komplett nur mit dem Auto durchquert haben. Wenn euch das genauer interessiert, müsst ihr mal nachlesen. Alles jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall machen die zu Weihnachten auch immer ein sogenanntes Christmas Special. Und diesmal ging es in dem Christmas Special darum, dass sie versuchen wollten, durch Patagonien zu fahren, also Chile und Argentinien. Und es waren, glaube ich, insgesamt 1200 Meilen, die sie fahren sollten mit ihren Autos. Also eine ganze Ecke auf jeden Fall, dann bis zum allersüdlichsten Punkt von Südamerika. Und dort wollten sie dann gegen die Einheimischen eine Runde Autofußball spielen. Das klingt jetzt alles erstmal noch nicht so richtig spannend und auch nicht so richtig irgendwie komisch. Der Titel der Folge hier ist ja die Top Gear Verschwörung und ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, wo soll denn bitte bei einer Autosendung die Verschwörung liegen? Nun, da muss man auch ein bisschen zugegebenermaßen um die Ecke denken. Denn der Hauptmoderator, also der Jeremy Clarkson, der steht recht häufig in der Kritik dafür, eben nicht politisch korrekt zu sein, wie man das heutzutage so schön sagt. Also der sagt eben auch Dinge, die man bei einer Show, die eine Reichweite von 117 Ländern hat, vielleicht lieber nicht sagen sollte. Aber das ist eben auch das, was sozusagen die Authentizität von Top Gear ausmacht. Also sprich, dass die eben auch Dinge sagen, die eben nicht so politisch korrekt sind, die man eben im täglichen TV-Alltag, wie er auch in Deutschland ist, zum Beispiel nicht zulassen würde. Da würde man sagen, nee, das ist zu weit unter der Gürtellinie, das ist zu krass, das geht einfach nicht. Und dieser besagte Jeremy Clarkson musste sich auch immer mal wieder mit Rassismusvorwürfen konfrontiert sehen, weil er eben auch Dinge gesagt hat, die eben einzelne ethnische Gruppen konkret beleidigen. Wobei mein Eindruck da auch ist, dass er da keinen Unterschied macht. Also er ist jetzt nicht sozusagen rassistisch gegen Schwarzen oder Weiße oder gegen Briten oder Deutsche, sondern je nachdem, wie ihm das halt gerade in den Kram passt. Und er hat doch mal so einen schönen Satz gesagt, dass praktisch, wenn er immer nur das sagen würde, was alle Leute hören wollten oder was halt politisch korrekt ist, dann wäre ja die Sendung langweilig und niemand würde es mehr gucken. Also sprich, er ist jemand, der auch schon ganz gern polarisiert an der Stelle. So, jetzt kommt dazu, dass in der Zeit vor Weihnachten, also so Oktober, November, Dezember, ist sogar schon mal Vermutungen gab, dass eben, oder was heißt Vermutungen, sagen wir mal Gerüchte und auch Zeitungsberichte darüber, dass die BBC, also sozusagen der Arbeitgeber von Jeremy Clarkson, ihm relativ eindeutig gesagt haben und auch gedroht haben: Hier, pass mal auf, mein Guter, wenn du dich jetzt nochmal daneben benimmst oder nochmal irgendeine Äußerung bringst, dann fliegst du einfach raus. Die BBC-Offiziellen, die hatten wohl so ein bisschen genug davon gehabt, dass eben Clarkson halt doch immer wieder politisch unkorrekte Sachen sagt. Und ihm es eigentlich auch vollkommen egal ist, was praktisch andere darüber denken. Also er sagt das halt einfach und steht dann auch dazu, und lässt sich da nicht groß hereinreden. Man muss dazu noch wissen, er schreibt auch für eine große britische Zeitung, die Sunday Times, immer eine sonntägliche Kolumne, die auch, ja, also die ist auf jeden Fall, er wird da immer sehr deutlich. Er ist halt nicht jemand, der sich da zurückhält.
So, das war jetzt relativ viel Vorgeschichte. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also Jeremy Clarkson, Hauptmoderator der Show, musste sich schon öfters Rassismusvorwürfe gefallen lassen, hat von seinen Chefs wahrscheinlich die letzte Verwarnung gekriegt, bevor er rausfliegt. Und jetzt kommen wir zum Top Gear Special, also praktisch das, was sie über Weihnachten gesendet haben und natürlich schon etwas vorher dann gedreht haben, wo sie durch Chile und Argentinien gefahren sind. Nun ist es so, dass es ja zwischen Argentinien und Großbritannien den Falkland War, also den Falklandkrieg um die Falklandinseln gab und dass die beiden Länder sich nicht so richtig grün sind und da durchaus schon auch einige anti-britische Gefühle, wenn man das mal so sagen will, in Argentinien noch gibt. Und an Jeremy Clarksons Auto, mit dem sie dann eben da durchgefahren sind, das war ein Porsche 928 GT, glaube ich, war ein Kennzeichen, das war 0982FKL, also wie FLK, irgend sowas. Auf jeden Fall hat das ein Argentinier gesehen, hat das fotografiert und hat es dann getwittert und hat eben gesagt oder die These aufgestellt, hey, das ist doch eine Referenz an den Falklandkrieg. Also die wollen sich sozusagen damit lustig machen, die Opfer, die da gefallen sind, vielleicht nicht respektieren. Also ab da praktisch, ab diesem Punkt, es gab da ein bestimmtes Kennzeichen mit einer Referenz auf den Falklandkrieg, ab da gehen eigentlich erst die Spekulationen los, weil man weiß eigentlich nur, dass an Jeremy Clarksons Auto dieses Kennzeichen dran war und nicht mehr. So, ich muss euch jetzt ein bisschen spoilern, was dann passiert ist. Ihr könnt euch aber inzwischen das Top Gear Special auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal der BBC angucken. Insofern, ja, guckt am besten, wenn ihr jetzt das hört, guckt schnell rein. Geht allerdings 2 Stunden, insofern ist nichts mit schnell gucken. Oder ihr guckt einfach weiter und ich spoilere euch jetzt ein bisschen. Also auf jeden Fall ist dann Folgendes passiert. Sie sind da durchs Land gefahren, ging alles relativ Zeit ganz gut. Aber als sie dann ganz unten ankommen, wo sie hinwollten, gab es eben ein paar Kriegsveteranen, die offensichtlich ziemlich sauer darauf waren, dass eben Jeremy Clarkson so ein Kennzeichen an seinem Auto hat, die dann auch praktisch das Team bedroht haben und praktisch außer Landes gejagt haben, wenn man das so sagen will. Das heißt, sie konnten ihre Special-Weihnachtsfolge nicht so beenden, wie das geplant war, sondern mussten eben vorzeitig abbrechen. Das Team musste überhetzt abreisen und wurde dann sogar auf dem Rückweg nach Chile noch angegriffen. Gibt es auch bei YouTube viele Videos, die das zeigen, aber auch in dem Top Gear Special haben sie es auch mit gesendet, wo man eben sieht, dass das Team wirklich dann auf dem Weg zurück nach Chile mitten in der Nacht von einem wütenden Mob angegriffen wird, mit Steinen beworfen wird, mit Eiern. Die Autos werden alle unglaublich beschädigt. Und ist auch durchaus eine Situation, wo man sagen kann, okay, das Team war ernsthaft in Gefahr. Die 3 Moderatoren wurden schon vorher ausgeflogen mit dem einfachen Hintergrund, nicht weil sie nur Angst hatten, sondern weil man vermutet hat, dass sie praktisch auch der Stein des Anstoßes sind, also dass sie das Ziel sind. Und wenn man sie außer Landes bringt, dann ist eben wieder beruhigt, dann sind die Leute wieder beruhigt. Das war allerdings nicht so, sondern der Stein des Anstoßes war eben eher, oder waren eher die 3 Autos, mit denen sie unterwegs waren, und ganz besonders eben der Porsche von Jeremy mit dem besagten Kennzeichen. So, das jetzt erstmal alles grundsätzlich zur gesamten Vorgeschichte, und der Verschwörungsteil aus meiner Sicht beginnt eigentlich genau da, warum jetzt eigentlich speziell genau an Jeremy Clarksons Auto, der ja eh schon sehr unbeliebt ist, eh schon auch aufpassen muss, was er tut, warum genau an seinem Auto eben so ein Kennzeichen dran war. Die offizielle Erklärung ist, dass es tatsächlich Zufall war, dass an dem Auto das Kennzeichen dran war, weil es gab in ganz Großbritannien nur 2 Autos, die man, also das muss man vielleicht noch sagen, die fahren immer mit gebrauchten Autos, die sie irgendwo für relativ wenig Geld in Großbritannien kaufen. Das ist praktisch auch Teil ihrer Aufgabe, dass sie eben nicht mit neuen, ganz schicken Autos fahren, sondern mit alten, gebrauchten, die eben auch jederzeit kaputt gehen können. Und in ganz Großbritannien gab es eben angeblich nur diese 2 Autos. Und im Vergleich zu Deutschland ist es in Großbritannien so, dass wenn ein Auto ein Kennzeichen hat, dann behält das eigentlich von seiner Geburt, also der ersten Zulassung, bis zur Verschrottung. Man kann da nicht einfach, wie das in Deutschland ist, das Kennzeichen mehr oder weniger beliebig an, abmelden, wechseln. Das geht dort nicht so ohne weiteres, sondern die Autos haben wirklich über den gesamten Lebenszeitraum dasselbe Kennzeichen. So. Die BBC und auch die Top-Geleute beteuern alle, dass es halt wirklich Zufall war, dass das Auto dieses Kennzeichen hatte und dass man sich auch dieser Bedeutung nicht bewusst war, bevor man nicht überhaupt in Argentinien darauf hingewiesen wurde. Ich finde, da kann man davon halten, was man will, denn klar, es kann Zufall gewesen sein.
Es kann auch sein, es war kein Zufall und es war wirklich eine Provokation. Das weiß ich nicht. Ich finde es auch super schwer, sich da ein Urteil zu bilden an der Stelle. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Produktionsfirma von Top Gear und auch der BBC und auch dem ganzen Team hätte klar sein müssen, dass wenn man so eine Provokation startet, dass sowas natürlich auch nach hinten losgehen kann, wie es ja jetzt dann auch passiert ist und wie es auch praktisch dazu geführt hat, dass eben auch das Leben von Leuten oder die Gesundheit bedroht war. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, dass es wohl eher doch Zufall gewesen sein könnte. Oder natürlich, und jetzt kommen wir zu dem Verschwörungsteil der ganzen Sache. Ich hatte euch ja am Anfang erzählt, dass Jeremy Clarkson aufpassen muss, dass er eben praktisch nicht seinen Arbeitsplatz verliert aufgrund seiner Äußerungen. Nur kann die BBC ihn natürlich nicht so ohne weiteres einfach rausschmeißen. Denn wenn sie ihn rausschmeißt, und das ist der BBC auch, glaube ich, sehr klar, dann ist Top Gear am Ende. Die Show funktioniert nur mit Jeremy Clarkson und den anderen beiden zusammen, also Richard Hammond und James May, jetzt verdrehe ich auch noch den Namen. Also sprich, die Show funktioniert nur mit diesen drei Leuten und aber ganz besonders mit Jeremy Clarkson. Er ist eben das Symbol, die Ikone von Top Gear, ohne ihn funktioniert es nicht. Das heißt, wenn die BBC ihn rausschmeißen würde, dann ist Top Gear auch am Ende. Und das wäre für die BBC natürlich auch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, denn es gibt nur wenige Sender auf der Welt, die sagen können, hey, guck mal, wir haben da eine Show, die hat so eine enorme Reichweite und ist auf der ganzen Welt bekannt. Und neben dieser reinen Fernsehsendung sind ja auch inzwischen x-tausende Nebenprodukte entstanden mit dem Label Top Gear. Es gibt eine Live-Show, mit der sie um die Welt reisen, es gibt ein Top Gear-Magazin, es gibt DVDs, allen mögliches Gedöns. Es gibt bestimmt auch noch T-Shirts und sowas, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht danach geschaut. Also sprich, man kann Jeremy Clarkson nicht einfach so rausschmeißen, denn dann wäre die wichtigste, wahrscheinlich die größte Show, die die BBC hat, am Ende. Das heißt, die BBC-Leute müssten sich natürlich eine andere Möglichkeit einfallen lassen, um den lieben Herrn Clarkson intelligent loszuwerden. Denn ein was muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn sie ihn jetzt einfach rausschmeißen würden, würde das auch zu einem gigantischen Aufschrei unter den ganzen Top Gear-Fans sorgen, denn auch als diese Vorwürfe jetzt gegen ihn nochmal laut wurden und man ihm sozusagen auch ein bisschen gedroht hat, dass er rausgeschmissen wird, gab es ein ganz klares Echo seitens der Fans, die eben gesagt haben, hier auf gar keinen Fall, wir stehen zu Jeremy Clarkson, wir wollen, dass er weitermacht. Und das war auch ein weltweites Echo, also jetzt nicht nur von ein paar Hardlinern in Großbritannien, sondern das war wirklich, und Top Gear ist im Moment ja auch sehr im Internet präsent, kam von überall. Das heißt, die BBC bräuchte eine elegantere Möglichkeit, um ihn loszuwerden. Und was würde denn da besser passen als ein zufälliges Kennzeichen, was eben dann an diesem Auto montiert wird, was eben dazu sorgt oder was dazu führt, dass es wieder einen Vorfall gibt mit Jeremy Clarkson, den er zwar nicht selbst verursacht hat, aber der natürlich auf ihn absolut zurückfällt, weil er fährt dieses Auto durch Patagonien. Er ist auch derjenige, der natürlich der auch mit der ganzen Sache ohnehin schon in Verbindung gebracht wird. Also sprich, der ja eh schon in dem Rassismusverdacht steht, der eh schon dafür bekannt ist, politisch inkorrekt zu sein an der Stelle. Und ein leichtes sozusagen, ihm da auch eine Art Falle zu stellen oder eben eine Verschwörung auszuhacken und sagen, kommt, wir bauen da mal ein Kennzeichen ran, was auf jeden Fall oder vielleicht zu Verwicklungen führen kann und dann schauen wir einfach mal, was draus wird. Und was ich mir persönlich sehr gut vorstellen kann, ist, dass jetzt das Christmas Special ist gelaufen, die neue Staffel von Top Gear ist auch schon abgedreht, dass das auch dann die letzte und finale Staffel von Top Gear sein könnte. Denn möglicherweise sagt die BBC dann eben, okay, die Staffel haben wir jetzt noch mit euch gesendet und gemacht, weil die eben schon vorproduziert und praktisch fertig war. Aber dieser Vorfall in Argentinien, das war einfach zu viel. Da müssen wir jetzt einfach mal die Konsequenzen draus ziehen. Und ich bin mir persönlich nicht sicher, praktisch, wie es jetzt weitergehen wird. Aber ich finde es einfach, es sind zu viele Zufälle praktisch, um dass es eben einfach eben ein Zufall sein kann. Es ist eben, um das nochmal zu sagen, gerade das Kennzeichen, das Aufmerksamkeit erregt hat, das man auch so oder so interpretieren kann, ist eben gerade am Auto von Jeremy Clarkson. Sie fahren damit eben nach Argentinien an einen Ort, wo sie auch wissen, dass es eben anti-britische Gefühle und Befindlichkeiten gibt. Und dann noch eben im Vorfeld die wirklich Vorwürfe gegen Jeremy Clarkson, dass er eben rassistisch sei, politisch inkorrekt und so weiter, hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also für mich passt das alles nicht so richtig zusammen. Für mich sind das zu viele Zufälle, um eben dann am Ende einen großen Zufall zu ergeben. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es eine geschickt eingeschädelte... Eine gefickt, einge... gefickt?
Das muss ich jetzt aber wirklich mal schneiden. Eine geschickt eingefädelte Verschwörung gegen Jeremy Clarkson oder eben auch gegen Top Gear, denn das Ganze ist natürlich eine riesige Sendung mit einem riesigen Team, mit der Konsequenz, dass man eben Jeremy Clarkson am Ende geschickt loswerden kann, ohne ihn eben zu feuern auf direkten Wege, sondern sagen kann, okay, pass mal auf, es gab jetzt hier da einen erneuten Vorfall, da warst du zwar nicht direkt dran beteiligt, aber als Showmaster, als praktisch Aushängeschild von Top Gear musst du da jetzt auch mal die Konsequenzen dafür tragen. Spannend ist, es gab darauf auch politische Reaktionen in Großbritannien. Der britische Außenminister, wenn mich nicht alles täuscht, wurde wohl von der argentinischen Botschaft aufgefordert, sich offiziell zu entschuldigen bei den Argentiniern. Er hat es aber nicht gemacht, weil er eben gesagt hat, okay, er steht hinter der Erklärung von der BBC, dass es eben wirklich Zufall war und dass man damit auch niemanden provozieren wollte. Und dass es eben praktisch auch eine Sache ist, jetzt vielleicht mit einem bescheuerten Kennzeichen nach Argentinien zu fahren, aber eben auch eine andere Sache und dann jetzt seitens der Argentinier ist, die Crew dafür dann durchs Land zu jagen und mit Steinen und alles zu bewerfen, wo eben auch jemand hätte verletzt werden können. Und ja, also sprich, die britische Politik steht derzeit hinter Top Gear und auch hinter diesem Vorfall und auch hinter der BBC. Allerdings weiß man auch nicht, was davon wirklich zu halten ist, denn Jeremy Clarkson ist auch kein besonders großer Freund von britischen Politikern und nimmt auch da kein Blatt vor den Mund. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch nur eine Möglichkeit sein, eben um die Sache noch ein bisschen hinauszuzögern, bis eben die neue Staffel von Top Gear dann im Fernsehen durch ist und danach zu sagen, okay, wir beenden das jetzt, das Format ist so für uns einfach auch als Sender nicht mehr ertragbar. Ich persönlich fände das ehrlich gesagt sehr schade, weil Top Gear lebt eben von dieser, ich nenne es jetzt mal Ehrlichkeit oder auch Authentizität, eben, dass es nicht eine komplett glatt gebügelte Show ist, sondern dass man eben auch immer wieder hier und da Ecken und Kanten hat und eben auch wirklich einiges daran setzt, eben nicht in dieser allgemeinen Beliebigkeit und die eben in den Medien doch sehr präsent ist, unterzugehen, sondern dass man wirklich versucht, eben immer was Neues zu machen, was Spannendes zu machen und aber auch die Ecken und Kanten, die eben das menschliche Leben mit sich bringt, auch eben einfach stehen zu lassen und nicht wegzuschneiden. Auf der anderen Seite muss man auch darüber sagen, Jeremy Clarkson ist sicherlich eine Person, über die man sehr, sehr geteilter Meinung sein kann. Denn die Rassismusvorwürfe gegen ihn, wenn man sich die Sendungen anguckt, ist es nicht einfach. Also er macht da durchaus Äußerungen, die schon sehr, sehr unkorrekt sind. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Aber ich glaube, sowas muss man eben auch immer in dem Gesamtbild der Show und auch im Gesamtbild Jeremy Clarkson sehen. Und dann kann man sich eine Meinung bilden. Zumal die Show ja letztendlich auch nicht nur aus ihm, sondern auch noch aus James May und Richard Hammond besteht, die in der Hinsicht nicht unterwegs sind, sondern auch sich regelmäßig sozusagen über die Political Incorrectness ihres dritten Begleiters lustig machen an der Stelle. Die Leute von Top Gear selbst, um das Thema jetzt vielleicht mal abzuschließen, haben sich auch dazu geäußert. Zum einen hat der Produzent Andy Willman, der sich nur sehr, sehr selten öffentlich zu irgendetwas äußert, hat eine Art offenen Brief geschrieben, in dem er halt wirklich auch nochmal erklärt und beteuert, dass es Zufall gewesen ist mit dem Kennzeichen oder dass es eben absolut nicht gewollt ist. Und dass er eben auch als Produzent niemals das Risiko eingehen könnte, seine Crew, was ja seine Mitarbeiter sind, eben so einem Risiko auszusetzen. Jeremy Clarkson hat da sich nur ganz kurz dazu geäußert. Ich glaube persönlich, weil man ihm einen Maulkorb verpasst hat, weil man eben gesagt hat, okay, du darfst offiziell was schreiben. Er hat auf Twitter was ganz Kurzes geschrieben. Aber das sagt inhaltlich auch nur aus, okay, es war Zufall und ja, so ist es halt. Der einzige oder die einzigen beiden sozusagen, die mehr sagen durften, waren eben Richard Hammond und James May. James May hat für einen britischen Radiosender ein sehr, sehr langes Interview zu dem Thema gegeben, wo er über dieses Special, also die Fahrt durch Patagonien an sich spricht und natürlich aber auch über den Nummernschildvorfall. Das kann man sich auch im Internet angucken, müsst einfach mal bei YouTube danach googeln, hat der Radiosender sehr cool online gestellt. Und Richard Hammond wiederum, der hat auch bei einer, ich glaube es war eine Fernsehshow, kurz vor Weihnachten, hat er auch darüber gesprochen, denn dieser ganze Vorfall wurde schon bekannt, natürlich lange bevor das Christmas Special ausgestrahlt wurde. Und die Leute waren natürlich auch in einem gewissen Zugzwang, etwas zu sagen. Als Quintessenz bleibt aber wirklich als offizielle Aussage der Moderatoren, ja, es war Zufall, es war nicht geplant, es war keine geplante Provokation.
dem stelle ich eben jetzt das Ganze entgegen. Vielleicht war es auch eine Verschwörung um die Sendung, beziehungsweise um eben Jeremy Clarkson auf einem mehr oder weniger eleganten Weg loszuwerden. Wenn ihr auch eine Meinung habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich auf eine Diskussion. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss und schönen Abend.